to tell you. So, und hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Stable hier auf meinem Zweit-Account. Ja, und zwar heute möchte ich mit euch einem bestimmten Thema reden. Ich habe ja gestern Abend einen Pferdekaufstream gemacht und ich habe ein bisschen so Gedanken gemacht, hey, mit den ganzen Dressurpferde, jetzt kann mit den ganzen, weil wir haben jetzt sehr viele Dressurpferde in Star Stable, dass ich halt so spontan überlegt hatte, ja, so eine Idee, so eine Dressurshow zu machen. Also, meine Idee war, würde für euch gefallen, wenn wir eine Dressurshow machen? Und wenn ja, ist es halt wichtig, also für die Dressurshow ist es wichtig, welche Gruppe und solche Sachen machen, welche Gruppe nimmt der Libizaner, welche Gruppe das KWPN, welche Gruppe Friese, weil wenn wir den Dressurshow machen, dann müssen wir auch gucken, dass wir einen verschiedenen Dressurpferden rein, verschiedene Gruppen, zum Beispiel jemand, der zum Beispiel jetzt kein KWPN hat, hat einen Libizaner und der nimmt halt Libizaner. Farbe ist egal, also Farbe ist total egal. Nur die Rasse ist halt gut und Man ist auch egal, wir müssen nicht gleich sein. Aber es wäre gut, wenn wir vielleicht ein Outfit entscheiden können. Wir können ja auch überlegen, dass wir ein Nicht-Star-Rider-Outfit nehmen, was halt nicht Chubby-Taugt ist, aber egal. Aber dann müssen wir halt einheitlich sein, weil das Problem ist, nicht alle im gleichen Level sind. Und dann müssen wir auch ein bisschen mit der Sache anpassen und solche Sachen. Also, es ist einfach meine Frage, wer hätte Lust auf so ein Dressurshow, wo wir zusammen in einem Gruppe sind, für die Dressur lieben und möchten und Lust haben, da mitmachen. Also, wir brauchen gute Leute, sehr gute Leute, die sehr gut mit Dressur auskennen und auch Dressur schon Erfahrung haben ein bisschen auch. Und für diejenigen, die jetzt keine Erfahrung haben, ist es ja auch nicht schlimm. Wir werden das vorher erstmal üben, bevor wir eine Show machen. Also das heißt, wir werden uns zusammen in Reiterarena treffen. Mal gucken, wie viele Leute wir halt sind. Und dann machen wir einfach die Übung. Und dann machen wir irgendwann eine Show. Und dann machen wir daraus eine Aufnahme, ein Video. Mit Musik, mal gucken, ob wir das mit Musik hinbekommen, weil mit Musik wäre es natürlich perfekt und geil, sag ich mal. Aber das müssen wir natürlich überlegen, wie wir das machen. Also, meine Idee war, dass wir verschiedene Gruppen haben. Wir müssen auf jeden Fall gerade Zahl sein. Das wäre gut, dass wir gerade Zahl sind, weil wenn wir gerade Zahl sind, können wir viel besser, schöner die Figuren alle machen. Das heißt, wir bräuchten sehr viele Kapitel. Also ich muss mal gucken, wie viel Anzahl wir brauchen. Wir müssen auch gucken, wie viel Platz wir haben. Ich denke mal, dass wir immer so sechs Leute, sechs oder sieben, acht. Mal gucken, wie viele Leute wir zusammenkriegen. Und dann gucken wir, wer Libizana übernimmt, wer halt zu den Friesen. Zum Beispiel, weil die Friese kann zum Beispiel die Piorette, dann ist da jemand, zum Beispiel die vier, zum Beispiel vier Leute vielleicht, die vier Leute, die den Friesen nehmen, den Generation 3, dass sie dann zum Beispiel, der KWPN und der Libizana eine Wolte machen nach innen und dann in der Mitte und die Friesen dann in Mittellinie stehen und dann halt die Piorette machen zum Beispiel. Das wäre auch so eine geile Idee. Aber wie gesagt, schreibt in die Kommentare, wie haltet ihr von einer Dressurshow und wer hätte Bock, bei so einer Dressurshow mitzumachen. Und ich bräuchte auf jeden Fall noch gute Dressurlehrern, die sehr gut
Dressur auch gut ausbilden kann, aber nicht zu strenge Lehrer auf jeden Fall, nicht zu streng. Es soll nur Spaß machen, also wenn das jetzt so Fehler sind, ist es egal. In Star Stable ist es immer ein Spaß und ihr dürft nicht vergessen, wir machen das aus Spaß und nicht, weil wir die Beste sein wollen. Wie gesagt, wie haltet ihr von den Dressurshow und wie ist die Überlegung? Weil manche fanden es sehr, sehr gute Idee, so eine Dressur-Show zu machen mit unterschiedlichen Pferderassen, die Dressur-Figuren haben, wie der Andalusier zum Beispiel, hat auch eine Dressur. Zwar ist es eher Schulung, also so Schul, aber egal. Bei Libizan, das ist auch nicht alles klassische Dressur, aber die können wir alles mit einbauen. Also, wer hätte Bock? Wie gesagt, schreibt in die Kommentare, wer hätte Bock auf eine Dressurshow? Und dann müssen wir auf jeden Fall auf ein Outfit einigen, die auch alle so wenig, also wenigen Star Coins zum Beispiel, wo man sehr wenig Schilling dafür ausgeben muss oder so. Dass wir auch die gleiche Werte haben, weil es wäre gut, wenn wir die gleiche Werte haben, weil dann ist es nicht so schwierig mit der Abstellung, weil Star Stable ist leider verzögert. Wir müssen immer bedenken, dass Star Stable ist sehr verzögert. Deswegen ist es ein bisschen schwierig. Also wie gesagt, für diejenigen, die jetzt kein Discord haben, es wäre gut, wenn ihr Discord habt. Für diejenigen. Diejenigen, die jetzt kein Discord haben, ich werde es. Ich habe über Handy, glaube ich, Snapchat. Weil eigentlich war ich nicht mehr davon für Snapchat, aber ich habe auf dem Handy hier Snapchat. Und ich habe kein Problem mit der Snapchat, aber es wäre gut, wenn man. Also, für diejenigen, die jetzt keinen Discord haben und aber Snapchat haben, können mir gerne FA schicken privat. Ich heiße Stephanie Undercake auf Snapchat und das werde ich dann nur über Handy benutzen oder Tablet. Mal gucken, ob ich das über Tablet auch mir runterlade. Aber muss ich mal schauen. Weil, wir können es, aber es wäre halt schön, wenn wir halt. Dass ihr uns zuhören könnt, weil Schreiben ist sehr, sehr schwer in Star Stable. Da kriegen wir das so mit der Kommando nicht so gut hin. Deswegen wäre es gut, wenn ihr Discord oder Snapchat habt. Und zur Not auch Instagram. Instagram kann man ja auch miteinander spreten. Instagram wäre auch okay. TikTok habe ich zwar auch, aber TikTok ist nicht so. Würde ich jetzt nicht so empfehlen. Ich weiß nicht. Wie gesagt, guck, wenn ihr mit dabei sein wollt, guckt, dass ihr vielleicht irgendwas zum Reden habt. WhatsApp ist ausgeschlossen. Ich gebe keine Nummer her. Wie gesagt, Nummer ist privat. Deswegen Snapchat oder Discord oder Instagram. Für den drei bin ich bereit, mit euch zusammen zu quatschen und auch damit wir die Dressur machen können. Also dann wünsche ich euch noch viel schönen Tag. Ich gucke mal auf die Uhr. Ja, ich muss da bald zur Arbeit. Deswegen. Muss ich schnell jetzt aufhören. Und dann, wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, wie haltet ihr von den Dressur-Show und dass wir ihn als Video da machen mit Musik. Wie haltet ihr es von? Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.